Hallo und herzlich willkommen im Wald. Es gibt da inzwischen so ein bisschen einen kleinen Trend, auf den ich aufhüpfen möchte. Ist mal wieder was aus dem englischsprachigen YouTube-Raum. Muss jetzt nicht zwingend Amiland sein, auch die von der Insel, die machen das auch ganz gerne. Und zwar so ein bisschen erzählen, was man denn jeweils in seiner Zeit, die man draußen unterwegs ist, schon für individuelle Fehlerchen gemacht hat. Um halt eben quasi so ein paar Tipps mit auf den Weg zu geben, Dinge, die man nicht tun sollte. Ne? Also so lernt aus unseren Fehlern quasi Kategorie. Und da möchte ich gerne mal auch eben auf dieses Züglein aufhüpfen und hätte da ein paar Geschichtchen zum Besten zu geben. Ich denke, es sind wird nicht allzu lang, hoffe ich. So, Geschichte Nummer 1. Da war ich 15. Und war auch tatsächlich meine erste Tour. Ich wusste allerdings zu diesem Zeitpunkt schon, man soll nicht auf den Gletscher latschen. Wir waren an einem der südlichsten Gletscher Skandinaviens. Ist nur so ein ganz kleiner, so ein kleines Tal am Felshang, wo halt quasi sich normalerweise ein Schneefeld sammelt. Das kennt jeder, der häufiger mal im Hochgebirge unterwegs ist. Oder alternativ im weniger hohen, aber klimatisch gesehen hohen Gebirge Skandinaviens. Und dieses Schneefeld Sammelpunkte, wenn sich da ständig ein Schneefeld befindet und nie abtaut, ja, dann wird daraus theoretisch, das wird in nächster Zeit wahrscheinlich eher nicht passieren, aber theoretisch wird dann unter diesen Situationen ein Gletscher daraus. So, und deswegen gab es da so einen ganz, ganz kleinen Gletscher eben. Was heißt ganz, ganz klein? Der wird, was wird der gehabt haben? 2 Hektar vielleicht irgendwie so an Fläche. Und dadurch, dass er so relativ klein war, bestand er halt nur aus recht wenig Eis, ziemlich viel Schnee eben entsprechend obendrauf und hatte aber trotzdem eine schöne Abbruchkante und einen schönen Gletschersee eben entsprechend unten dran. Das gibt es ja auch bei jedem Gletscher. So, und leider hat man mich, beziehungsweise ich wollte auch nicht beaufsichtigt werden, ich habe mich schon ein bisschen aus dem Staub gemacht. Das hat aber auch niemanden interessiert, dass ich mich aus dem Staub gemacht habe, demzufolge. Wenn man bedenkt, dass man da für Minderjährige Aufsichtspflicht hat, also diejenigen, die diese Tour geführt haben, dann haben sie das jetzt vielleicht nicht so ganz prickelnd gemacht, wie dem auch sei. Ich habe mich jedenfalls davon geschlichen und habe die Gelegenheit genutzt, um einen kleinen Spaziergang über diesen Gletscher zu machen. Der Fehler war allerdings der, was man eigentlich vermuten könnte, aber was man ja als 15-Jähriger erst glaubt, wenn man es erlebt hat, Gletscherabbruchkante. Böse. Also generell möchte ich nach dieser Erfahrung eigentlich davon abraten, ohne ortskundige Führer, die sich wirklich genau auskennen, über einen insbesondere kleinen, instabilen Gletscher eben entsprechend drüber zu latschen. Aber habe ich jedenfalls gemacht und bin auch der Abbruchkante nah genug gekommen. Und dann hat sich eine Situation ereignet, dass rechts von mir war die Abbruchkante, ja, und ich bin dann eben quasi an der Abbruchkante entlang und dann irgendwann mit dem rechten Fuß wupp, durchgebrochen. Mit dem Erfolg, dass ich ein schönes Loch hinterlassen habe, da wo ich eben entsprechend eingebrochen bin, mit dem linken Fuß aber noch sicher stand. Ich hing also mit dem rechten Bein bis Mitte Oberschenkel eben entsprechend im Eis und konnte durch dieses Loch nach unten gucken und konnte da unten feststellen, dass ich mit einem halben Schuh, also halben Stiefel, schon im Gletschersee hänge. So, und unser Camp wäre, also eigentlich angenommen wirklich in den Gletschersee eingebrochen wäre, wäre unser Camp 2-3 Stunden Fußmarsch entfernt gewesen und ich war da alleine und ich hatte auch keine Ausrüstung, weil es so ein Tagesausflug gewesen. Also ich hatte ein Foto und ich hatte noch einen Rucksack, zwei Wasserflaschen irgendwie am Gürtel festgeklemmt, beziehungsweise in der Kameratasche noch eine deponiert und das war es, was ich an Ausrüstung dabei hatte. Ein Messer natürlich noch, ein Messer. Aber in diesem Fall hilft einem Messer ein Scheiß. Jedenfalls habe ich da kurz schon über mein bis dahin noch nicht sonderlich langes Leben nachgedacht und beschlossen, okay, das mit dem nicht auf dem Gletscher rumlaufen, da haben die Erwachsenen nicht ganz Unrecht. Das ist tatsächlich keine gute Idee. So, deshalb, liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. Auf Gletscher rumlaufen, blöde Idee. Da ich das mit dem linken Bein noch gut stand, konnte ich natürlich mein rechtes dann aus dem Loch relativ problemlos wieder rausziehen und bin dann schnurstracks schön ein paar Schritte weit weg von der Abbruchkante und den gleichen Weg zurück, den ich gekommen bin, weil ich ja schon wusste, okay, da wird es offensichtlich irgendwie tragen. Und das ist vielleicht ein generell ganz guter Hinweis, wenn man auf Schneefeldern und Eisschollen und ähnlichem Zeug unterwegs ist, was im Gebirge durchaus mal passieren kann. Und man merkt, okay, da wird es dünn und ich breche ein. Den gleichen Weg zurückgehen ist wahrscheinlich nicht die allerschlechteste aller möglichen Lösungen, weil man sich da dann doch recht sicher sein kann, dass da trägt. So, das war die Geschichte mit dem Gletscher. Abstand halten, wenn man mehr auf zu mehreren ist.
Wo? Abstand halten, wenn man zu mehreren unterwegs ist. Ja, stimmt. Bei mehreren Personen schön Abstand halten, dass sie nicht alle auf einem Haufen zu trampel als großer, schwerer Pulk, sondern schön weit auseinander gefächert. Danke für den Hinweis. Ja, sie ist Schweizerin, da muss sie ja sowas wissen. Die Gletscher haben die ja noch zwei, bald noch einen und dann ist vorbei, aber egal. So, die andere Sache würde ich zusammenfassen, also die nächste Sache, unter zu faul sein beim Aufbau seiner Behausung. Ja? Wir hatten nämlich gleiche Tour. Irgendwann mal, wir haben grundsätzlich mit Tarps übernachtet. Das ist in Skandinavien meiner Meinung nach schon recht mutig, insbesondere wenn man es mit so jungen Menschen zu tun hat, die man da dabei hat. Aber die meiste Zeit hat es auch funktioniert. Jedenfalls kam dann eine Phase mit ziemlich schlechtem Wetter. Und wir haben trotzdem einen Tarps übernachtet, wir hatten ja auch gar keine Alternative, haben die unserer Meinung, aber man ist halt Anfänger, ne? Man weiß ja nicht so hundertprozentig, was man da tut, unserer Meinung nach haben wir sie ganz gut aufgebaut und das könnte jedem anderen Anfänger ja eben auch passieren, dass man, dass er sie seiner Meinung nach gut aufbaut, sind dann da eben entsprechend reingekrochen und haben uns dann nichts weiter Böses dabei gedacht, bis es dann halt im Laufe der Nacht schon ordentlich geschneit hatte, im August, und massiv Schnee halt eben dann da drauf gelegen ist. So, und ich bin irgendwann mal wach geworden zwischendurch und dachte mir, da könnte man doch eigentlich, nachdem das Tarp jetzt doch ziemlich tief hängt, eventuell mal rausgehen und da alles nochmal nachspannen und mal schauen, dass man das Ganze wieder stabil bekommt, damit einem das nicht zusammenbricht. Habe ich aber nicht gemacht, weil zu faul. Und da lag noch ein anderer drin, mit dem ich jetzt nicht besonders Kumpel gewesen bin. Es war so eine zusammengewürfelte Gruppe von jungen Menschen, die halt unbedingt auf Tour gehen wollten. Und deswegen waren wir halt beide dann faul. Mit dem Resultat, dass wir dann morgens entsprechend in der Pfütze und im zusammengebrochenen Tarp gelegen sind und unsere Schlafsäcke jeweils eingeweicht haben. Was natürlich auch, wenn man jetzt nicht eine Möglichkeit hat, irgendwo den Schlafsack wieder trocken zu kriegen oder gar einen Daunenschlafsack hat, eine mittlere bis eine ziemliche Katastrophe ist. Also ich muss sagen, wenn mir jetzt in Grönland das passieren würde mit meinem Daunenschlafsack, ich glaube nicht, dass ich den im Laufe der Tour nochmal trocken bekommen würde und müsste dann in irgendeiner Form versuchen, nur zu übernachten, wenn es gerade so warm ist, dass man übernachten kann, ohne einen Schlafsack zu brauchen und sonst nachts irgendwie weiterzulaufen, wenn es zu kalt ist, um zu schlafen und irgendwie mit dieser Methode zurück in die Zivilisation zu kommen. Oder halt tatsächlich Notruf oder sonst wie. Aber das wäre jetzt so Plan A, um wieder zurück in die Zivilisation zu kommen. Sollte das passieren. Das ist natürlich, wenn man ein richtiges Zelt dabei hat und wenn man dann irgendwann mal genug Erfahrung hat, zu wissen, was man tut, nicht weiter schlimm. Aber wenn ich jetzt den konkreten Fehler benennen müsste, der da passiert ist, der da zu dieser Situation geführt hat, dann war es sicherlich die Tatsache, dass man zu faul war, nochmal rauszugehen, um seine Behausung, sei es ein Zelt oder sei es ein Tarp, bei Zelten ist das auch schon vorgekommen, auch bei anderen Leuten, habe ich auch schon gesehen, nochmal richtig abzuspannen. Das ist also wirklich keine gute Idee. Wenn es irgendwann durchhängt im Laufe der Nacht, dann muss man halt eben sich überwinden, aufstehen, rausgehen, nochmal alles richten und dann in Frieden und in Ruhe weiterschlafen. Und notfalls muss man das halt auch dann machen, wenn das Wetter ganz beschissen ist. Das ist natürlich nicht besonders angenehm. Übrigens, wenn man nachts nochmal raus muss, dann ist es vielleicht gar keine so schlechte Idee, das eher leicht bekleidet zu tun. Weil wenn man nachts nochmal seine Schlafklamotten nass macht, hat man auch nicht besonders viel Freude dran. Dann lieber Dinge nass machen, die recht einfach zu trocknen sind, wie Haut. Und ein Handtuch dann halt eben entsprechend verwenden, als dann nochmal die Schlafklamotten durchweichen. Also das ist so meine persönliche Erfahrung. Ich musste jetzt seitdem noch etwa zweimal nachts mal raus zum Nachspannen, weil wirklich erheblich mieseres Wetter gewesen ist, als ursprünglich, womit ich gerechnet hatte beim Lageraufbau. Habe dafür für mich allerdings auch eben die Lehre daraus gezogen, dass ich meine Unterkunft meistens, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, dass es garantiert kein schlechtes Wetter gibt in der Nacht, meistens doch gleich recht sturmstabil aufbaue. Also in den letzten Jahren musste ich eigentlich nie wieder noch mal raus. Nächstes Thema, Flussquerung. Das ist jetzt was, das muss man in Deutschland eher weniger, aber je nachdem, in welcher Region der Welt man unterwegs ist, ist so eine Flussquerung durchaus, nahezu tagesnormal, dass man das mehrfach am Tag machen muss. Oder es kommt zumindest hin und wieder mal eben entsprechend vor.
So. Bei Flussquerungen, erstens sollte man beachten, dass man grundsätzlich immer was an den Füßen haben sollte, weil es schon oft vorgekommen ist, dass Leute, die dachten, oh ja gut, da passiert mir schon nichts, ich mache das barfuß, sich dabei dann halt übel den Fuß verletzt haben, was für den weiteren Verlauf einer Tour, die daraus besteht, zu Fuß zu gehen, relativ gravierende Folgen haben kann. Also da habe ich wirklich schon schlimme Sachen gehört von Leuten, die eben nichts am Fuß hatten. Ich habe da persönlich diesen Fehler nie gemacht. Ich hatte immer was am Fuß, hatte immer entweder Sandalen dabei oder meine Flussquerungslatschen, die ich jetzt schon seit vielen, vielen Jahren im Einsatz habe. Und zur Not selbst Socken helfen ein bisschen. Wenn man noch ein paar übrige Socken hat, einfach damit man einen kleinen Schnittschutz hat, dass man sich nicht so schnell einfach einen Kratzer, einen Schnitt oder sonst was in den Fuß holt. Aber Folgendes, was mir jetzt persönlich aus meiner Erfahrung passiert ist, was man nicht tun sollte, wenn man eine Flussquerung machen muss, ist wieder faul sein. Weil, wenn man die zigste Flussquerung am gleichen Tag machen muss und dadurch wirklich viel Zeit verliert, weil man ja jedes Mal Wanderstiefel aus, Wartschuhe an, durch, auf der anderen Seite wieder das gleiche Phänomen. Je nachdem, wie tief der Fluss ist, muss man vielleicht auch gar noch die Hose ausziehen. Gut, wenn man jetzt völlig in der Wildnis ist, kann man überlegen, ob man gleich generell ohne Hose wandert. Also mit Unterhose schon noch, aber da gibt es so verschiedene Möglichkeiten. Aber generell ist es schon Aufwand und es ist irgendwann, also mich persönlich nervt es dann irgendwann, wobei ich so einzelne Flussquerungen eigentlich ganz cool und witzig und auch erfrischend finde. Irgendwann kommt man einfach nicht mehr vom Fleck, wenn man ständig durch den Fluss muss. Und man sucht dann gerne mal nach Alternativen. Man sucht dann gerne nach Stellen, wo man Steinchenhoppen machen kann. Ne? Gerade wenn man Trekkingstöcke dabei hat, ist Steinchenhoppen gar nicht so schwierig. Die Balance halten und so weiter. Teilweise denkt man sich auch, dass man vielleicht zeitlich schneller ist, wenn man einfach noch ein paar zusätzliche Steine sammelt und in den Fluss schmeißt und meint, dann kommt man besser rüber und dann macht man halt die Steinchenhoppen-Variante. Das Doofe ist bloß, wenn die Steinchenhoppen-Variante nicht funktioniert. So passiert mir jetzt erst vor 2 Jahren in Schweden. Dann kann das auch wieder sehr unangenehm sein, weil dann hat man halt Wasser im Schuh. Jetzt gibt es Leute, denen macht Wasser im Schuh relativ wenig aus. Es gibt auch Leute, die wandern von vornherein mit nicht wasserdichten Schuhen, weil sie der Meinung sind, wenn es so richtig nass ist, habe ich eh früher oder später nasse Füße. Dann ist es mir wurscht, ob es jetzt früher oder später eben passiert. Ich persönlich habe es jetzt noch bei jedem noch so nassen Schmelzwasser und so weiter und so fort, skandinavischen Wetter mit einem vernünftigen Schuh geschafft, immer trockene Füße zu behalten, sofern ich denn dann nicht wirklich knöchelhoch in den Bach trete, dass das Wasser halt eben entsprechend oben reinläuft in den Stiefel. Und daher meine persönliche Erfahrung, wenn man sich nicht sicher ist, ob man ein Steinchenhoppen hinbekommt oder wirklich keine schöne Stelle zum Steinchenhoppen findet, dann ist es meistens schlauer an der Stelle, wo man am Bach ankommt, wo der Weg lang führt, wo sich meistens dann auch eine brauchbare Furt befindet, da dann wirklich zu furten, anstatt jetzt ewig lange noch nach einer Stelle zu suchen, wo man eventuell Steinchen hoppen könnte, wo es dann doch zu gefährlich in Anführungszeichen ist und man dann doch einen nassen Fuß bekommt. Je nachdem, jetzt ist so ein nasser Fuß eigentlich erstmal nicht so schlimm, aber je nachdem kann ein nasser Fuß halt auch dazu führen, dass man dann im nassen Schuhklima dann schneller Blasen bekommt und je nachdem, wie viele Blasen man bekommt und wie sehr man dazu neigt, Blasen zu bekommen, das muss jeder natürlich individuell für sich selber mal irgendwann rausfinden, wenn er es noch nicht schon weiß. Kann das halt schon zum Tourabbruch eigentlich führen oder halt zu wirklich unsagbaren Qualen im weiteren Verlauf der Tour und das macht einfach alles keinen Spaß. Das will man sich dann vielleicht doch ganz gerne ersparen, auch wenn es nicht direkt lebensgefährlich ist. Ein Klassiker, und das ist mir einmal passiert am Ben Nevis, ist zu viel Ehrgeiz am Berg. Ja? Das ist also so der klassische Fall von, warum Bergsteiger tot? Naja, weil er noch auf den Gipfel wollte. Einmal eben, wie gesagt, am Ben Nevis, der ist ein ziemlich touristisch erschlossener Berg. Nichtsdestotrotz ist er hoch genug, um da oben potenziell wirklich sehr fieses Klima haben zu können. Und da bin ich mehrfach, also ich war jetzt inzwischen 4-mal oben. Ich habe es noch 2 weitere Male versucht. Das eine Mal war ich schlau genug, um relativ frühzeitig zu merken, oh, das Wetter da oben wird mir zu schlecht. Ich habe jetzt keine Ausrüstung dabei, um wirklich so für richtig mieses Wetter ausgerüstet zu sein. Deshalb drehe ich lieber wieder rechtzeitig um. So, und war dann halt nicht oben. Die anderen waren oben, die waren zwar entsprechend nass geworden, aber sie waren halt irgendwie dann halt doch irgendwie oben. Das war eine Gruppentour.
Deswegen hatte ich dann das nächste Mal den Ansatz, beziehungsweise den Anspruch, dass ich unbedingt hoch muss, hatte zu diesem Zeitpunkt allerdings ein kaputtes Knie. Berghoch ging auch irgendwie und ich bin dann trotzdem irgendwie hochgehumpelt und das war eigentlich ganz in Ordnung. Aber runter war spannend. Runter war dann äußerst spannend und das ist so der klassische Fehler eigentlich, den jeder, der sich ein bisschen mit Bergsteigen auskennt, zumindest schon mal von gehört hat, wenn er nicht noch nicht selber gemacht hat. Nämlich, dass man halt eben unbedingt auf den Gipfel will und keine Kraft mehr übrig lässt für den Rückweg. Man muss also schon wirklich sehr realistisch die eigenen Kräfte und vor allen Dingen auch den eigenen Gesundheits- bzw. Gelenkzustand, wenn man da Probleme haben könnte oder hat, richtig einschätzen, damit man da nicht ja, völlig in Hybris verfällt und meint, oh, ich renne da mal eben hoch. Und selbst wenn man die Kraft hat, um da mal eben hochzurennen, ja, weil Ausdauer nicht das Problem ist, dann hat man ja trotzdem noch immer sein Gelenkproblem. Und das war halt bei mir eben das große Ding. Genügend Kraft, um da hochzurennen, hatte ich zu dem Zeitpunkt. Damals war ich noch fit. aber trotzdem halt eben dieses kaputte Knie. Und runter war wirklich eine Tortur. Und das hat das Knie wirklich auch nicht besser gemacht. Wenn es nicht sowieso der letzte Tag der Tour gewesen wäre, wäre ich danach, hätte ich mich nirgendwo mehr hinkriegen können. Also ich konnte dann am nächsten Tag noch 4 Kilometer humpelnderweise bis zum Bus zurücklegen, der uns dann wieder nach Hause gebracht hat. Aber mehr war da auch wirklich nicht mehr drin. Und ich habe, normalerweise sagt man beim Ben Nevis 4 Stunden hoch, 3 Stunden runter, so Standardwert, so für die Durchschnittstouristen. Ich habe 3 Stunden hoch gebraucht, aber 6 Stunden runter. Also nicht unbedingt gerade im entsprechenden Verhältnis. Und das kann einmal im Berg halt wirklich ganz, ganz schnell mal passieren, dass man da einfach den Rückweg völlig falsch einkalkuliert und auch die ganz andere Bewegungsart dieses Bergabgehens. Bergabgehen ist ja ohnehin immer ein Problem für Gelenke. Und wenn man das nicht im Hinterkopf behält, kann ganz schnell mal in die Hose gehen. Dann hätte ich noch zu berichten, im Winter davon ausgehen, dass es schon irgendwie einen Weg geben wird durch den Tiefschnee. Na? Das kann man auch noch parallel nehmen mit, ja, so viel Schnee wird da oben schon nicht sein. Ist auch wieder was mit Bergwandern und halt eben entsprechend im Winter. Und wenn im Tal egal überhaupt kein Schnee liegt und man irgendwie das Gefühl hat, ach, so viel Schnee kann da schon nicht sein, doch. Ganz eindeutig doch. Und das kann man insbesondere dann, kann das gefährlich werden, wenn man in Gebirgen, die man eigentlich gut kennt, im Sommer davon ausgeht, ach ja, das wird schon im Winter, ne? Und da sind ja viele Leute unterwegs und das ist ja alles ausgetrampelt und da kommt man ja ganz gut weiter. So, dazu kann ich jetzt das Geschichtchen erzählen, als ich auf dem Westweg unterwegs war. Es fehlen nämlich übrigens zwischendrin mal so ein paar Episoden. Der eine oder andere hat jetzt beim Nachgucken vom Westweg von der Reihe, das habe ich ja so ein bisschen als Serie aufgezogen, festgestellt, dass da irgendwie so ein Loch in der Mitte ist. Und das lag daran, dass ich tatsächlich abbrechen musste, habe ich so offensichtlich doch noch gar nicht zugegeben, weil ich nach einer Survival-Übernachtung in der Schneehöhle, das ist kein Witz, keine Lust mehr hatte. Da hatte mich dann auch noch jemand beim Abbruch dann eben entsprechend entdeckt, als ich dann fieserweise den Bus genommen habe, um wieder nach Hause zu kommen. Also ich habe schon aus eigener Kraft wunderbar und unverletzt und ohne größere Schäden wieder zurückgeschafft nach Hause mit öffentlichen Verkehrsmitteln und allen. Also der Abbruch hat auch alles aus eigener Kraft noch funktioniert. Aber die Überlegung war folgende. Da ich es gewöhnt bin, dass mein Schwarzwald in den Bereichen, wo ich unterwegs bin, das sind die Höhepunkte, da ist die schönste Aussicht, da sind die tollsten Ecken, da sind entsprechend viele Leute. Dass da auch im Winter die Pfade so ausgetrampelt sind, dass man im Grunde keine Schneeschuhe braucht. Schneeschuhe bilden auch überhaupt keinen Vorteil, weil auf dem ausgetrampelten Pfad kommt man ohne Schneeschuhe meiner Meinung nach fast schneller voran als mit. Es sei denn, er ist jetzt super glatt und mit Eis überkrustet und dass man dann nur noch am Rutschen ist. Aber dann reichen ja auch solche Schneeketten für die Schuhe, solche Spike-Dinger, die man sich da dran ziehen kann. Also so ein Gummidingens, wo so kleine Spikes dran sind. Damit kommt man dann auch wunderbar zu recht, das langt eigentlich. Ja, und so kannte ich meinen Schwarzwald bis zu diesem Zeitpunkt und da bin ich halt der Hybris verfallen. Das ist ja nur der Schwarzwald, du warst ja schon ganz woanders und nur der Schwarzwald. Ja bitte, das bisschen Winter. So, aber wenn man jetzt abseits der viel begangenen Wege unterwegs ist und der Westweg ist eben halt auch nicht durchgängig ein viel bewanderter Wanderweg, sondern nur auf den Höhepunkten, die komplette Strecke, da sind wirklich viele Abschnitte dabei, die läuft kein Mensch oder wirklich nur die Leute, die den kompletten Westweg laufen. Das sind jetzt so viele auch nicht, insbesondere nicht im Winter.
dass es da eben Abschnitte gab, da war der Schnee vollkommen unberührt von Fußstapfen. Es gab an den Stellen, wo ich dann wirklich kurz vorm Verzweifeln war, noch eine Person, die vor mir mit Schneeschuhen durchgelaufen ist. Das war aber auch nicht wirklich hilfreich, weil das mit Durchlaufen mit den Schneeschuhen nur dazu geführt hat, dass der Schnee ein bisschen komprimiert wurde, dann zusammengefroren ist und dann hatte ich quasi zum Draufsteigen auf einem Haufen Pulverschnee eine gefrorene Scheibe. Und auf die bin ich draufgetreten und immer wenn ich dann mein Gewicht auf das entsprechende Bein, was da oben drauf stand, belastet habe, bin ich wieder durchgebrochen und dann nochmal runtergebrochen bis auf halbe Hüfthöhe, also halber Oberschenkel. Und diese Kraft, die man da braucht, um bei jedem Schritt das wieder aus dem Schnee rauszuziehen, davon abgesehen, wie nasse Füße das gibt und so weiter, das ist einfach Wahnsinn und das unterschätzt man total. Und auch wenn man eigentlich fit auf die Tour geht, kommt man dann einfach nicht vorwärts. Und wenn man seine Etappenplanung im Vorfeld so gemacht hat, dass man eigentlich davon ausgeht, dass man am Tag schon so locker 16 Kilometer zurücklegen kann, also wirklich ganz, ganz locker, selbst unter Winterbedingungen ganz, ganz locker, und dann feststellt, dass man im Endeffekt, sofern man jetzt gerade nicht im Tiefschnee rumläuft, mit schon 4 km/h vorwärts kommt, aber sobald man im Tiefschnee ist, vielleicht mit 1 oder einem halben km/h vorwärts kommt, weil es halt so viel Kraft braucht, dann kann das schon sehr, 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 sehr zermürbend sein. Und vor allen Dingen weiß man dann auch nie, gerade in einem doch vergleichsweise noch eher dicht besiedelten Gebirge, ist der nächste Weg, den man auf der Karte hat, ist der jetzt gebahnt? Ist da vielleicht mal ein Auto langgefahren? Kann man da gut laufen? Oder ist das ein Standardwanderweg, wo immer so viele Leute lang wandern, dass es da keine Probleme gibt und man Schneeschuhe eigentlich nicht bräuchte? Oder ist der halt mehr oder weniger unbegangen? Und zum Schluss, am Ende des Tages, als es wirklich schon dunkel war und ich gehofft hatte, dass ich vor Anbruch der Dunkelheit zumindest noch einigermaßen da ankomme, habe ich versucht, noch zu einer Hütte zu kommen. Und das war ein Fehler. Weil der Weg zu dieser Hütte, die konnte eigentlich auch nicht mehr allzu weit weg sein, war halt auch vollständig ohne irgendwelche Schneeverdichtung. Das heißt, da musste ich wirklich durch den Pulverschnee durch und bin da eingebrochen bis wirklich nahezu kurz unter den Hintern und habe mich da durchgekämpft noch ein Stück und irgendwann hatte ich einfach überhaupt keine Kraft mehr und konnte nicht mehr weiter aus Kraftmangel und musste dann quasi wirklich, das ist das eine wirklich richtige Notbiwak, das ich jemals gemacht habe bisher in meinem Leben, weil Not, ne? Ich habe schon viele Biwaks und nicht so optimalen Situationen gemacht, aber richtig aus Not, weil ich nicht mehr weiter kann, war es das eine Biwak. Und da habe ich mir dann quasi mit der Kraft, die ich noch hatte, bin ich ein Stückchen vom Weg runter in so einen Fichtendickicht, nicht besonders hübsch, aber bei der Schneemenge, wenn da wirklich meterhoch Schnee liegt, ist es eine ebene Fläche zu finden und wirklich kein Problem, wo man seine Isomatte hinlegen kann. Da kann man sich in den Schnee einfach eine ebene Fläche reintrampeln. Und genau das habe ich gemacht mit der Kraft, die ich eben entsprechend noch hatte, habe auf diese ebene Fläche dann meine Isomatte geschmissen, Schlafsack drauf, habe noch meinen Tarp über mich drüber gelegt, quasi als Decke für den Fall, dass es von den Bäumen den Schnee runter tropft, hat er nichts. Es war kalt genug, es waren minus 8 Grad oder sowas, minus 10, minus 8, irgend sowas. Aber trotzdem, Schnee von den Bäumen ist immer mal wieder so ein bisschen runtergefallen und deswegen war das auch nicht schlecht mit dem Tarp drüber legen. Und so habe ich dann halt irgendwie in meinem Schlafsack mich schon warm haltend die Nacht so einigermaßen zugebracht. Und wenn ich jetzt Schneehöhle sage, gut, die hätte noch ein Dach gehabt. Ne? Also es war eher eine Schneemulde. War nicht besonders schön. Hat jetzt keinen großen Spaß gemacht. Zu einem Überfluss hatte ich auch nichts mehr zu trinken. Musste dann aus dieser Situation raus dann auch noch anfangen, Schnee zu schmelzen. Da, wenn dann so mehrere Survival-Faktoren, ne, keine Kraft mehr plus kein Wasser mehr zusammenkommen, das schlägt schon so ein bisschen auf die Psyche. Wirklich in Gefahr war ich trotzdem nicht, weil der nächste Bauernhof, der war in Rufweite quasi. Also mit einer Trillerpfeife, das Ding, was ich zum Beispiel hinten am Hut normalerweise, jetzt gerade nicht, aber normalerweise dran habe, hätte zum Beispiel vollkommen ausgereicht, um dann da notfalls wirklich mit massivem Gepfeife vielleicht jemanden auf die Idee zu bringen, dass er mal nachgucken geht, was da los ist. Auch Handyempfang hätte es zur Not, glaube ich, sogar noch ausreichend gegeben, um zumindest einen Notruf abzusetzen. Aber man will sich ja nicht unbedingt retten lassen, solange man noch die Möglichkeit hat. Und ich würde aus meiner Sicht schon sagen, dass das tatsächlich ein Notbiwak gewesen ist. Und warum? Weil man halt den Winter unterschätzt und die eigenen Kräfte überschätzt hat. Wenn man im Winter in einem Gebirge oberhalb von 1000 Metern unterwegs ist, dann sollte man doch besser Schneeschuhe dabei haben, sofern man nicht ganz genau weiß. Es ist ein ausgewiesener Winterwanderweg, der auf jeden Fall irgendwie planiert ist, dass man da auch mit normalen Wanderstiefeln langlaufen kann. Sonst wird man da nicht unbedingt froh. Jo,
Muss ich mal überlegen, ob mir noch was einfällt, aber ich glaube nicht, aber ich denke kurz. Ja, Chefin hat mich gerade noch auf eine schöne Geschichte hingewiesen. Da war ich mit meiner besten Freundin unterwegs und für sie war das nicht die erste Trekking-Tour, sondern ich glaube die nach dem Jakobsweg die erste Wildnis-Trekking-Tour in Anführungszeichen. So. Und dafür hat sie noch einen Haufen Ausrüstung gebraucht und wir waren zeitlich sehr knapp dran mit der Planung, weil alles etwas spontan. Und letztendlich lief es darauf hinaus, dass die Erkenntnis, die wir daraus gezogen haben, darin besteht, Ausrüstung sollte man vor Tour auf jeden Fall immer ausprobieren, ne? Immer getestet haben, insbesondere wenn es wichtige Ausrüstung ist. Und in diesem Fall war es das Zelt. Ich habe die Geschichte, glaube ich, schon mal irgendwo erzählt. Aber jedenfalls, das Zelt war ein gutes Zelt. War so niegelnagelneu, dass wir es quasi dann noch aus der Einschweißfolie rausgeholt haben, als wir es aufstellen wollten. Aber ich muss noch ein bisschen ausholen. War der West Highland Way. Wir sind nur ein kleines Stückchen in den West Highland Way entlang gelaufen und haben dann beschlossen, es war sowieso schon dunkel, wir wollten nur einen Zeltplatz finden. Eigentlich wollten wir noch ein ganzes Stück weiter, weil wir dachten, bis dahin kommen wir noch. Aber es war schon dunkel. Und dann war folgendes Problem. Ich hatte wohl eine Taschenlampe dabei. Eine Fenix HL50. Mittlerweile funktioniert sie wieder, aber bei Regen ist das Ding nicht zuverlässig. Ich würde dieses Ding also nicht unbedingt empfehlen, deswegen nenne ich auch den Namen, damit ihr eben wisst, nicht zu empfehlen. Bei trockenem Wetter gut, bei Regen hat sie oft einen Wackelkontakt und funktioniert einfach nicht. Und dazu hatte ich noch diverse Batterien dabei, hatte aber vorher nicht getestet, ob die Batterien überhaupt voll sind. Jetzt weiß ich nicht, ob ich es geschafft habe, den Batterien jeweils kurzfristig einen Kurzschluss zu verpassen, dass sie dann plötzlich nicht mehr funktioniert haben oder ob sie einfach leere Batterien aus Versehen mitgenommen habe. Die waren aus so einer Batteriensammelsurium-Kiste meinerseits, von der ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass es volle Batterien sein müssten, aber ich weiß es bis heute nicht, was der Fehler gewesen ist. Jedenfalls hatte ich die erste Batterie, also die Batterie, die standardmäßig drin war, damit hatte ich das Ding angemacht, dann hatte ich auch ein bisschen Licht, dann ging sie plötzlich aus, weil Batterie war leer. Okay, gut, ich habe ja Ersatzbatterien dabei. Erste Batterie rein, nö, hat nicht funktioniert, warum auch immer. Zweite Batterie rein, nö, hat nicht funktioniert. Dann hatte ich noch eine dritte Batterie, die habe ich ganz, ganz vorsichtig rein und wirklich unterm Hut und versucht, irgendwo in einer Umgebung, wo es so trocken wie irgend möglich war, weil hat ja auch wirklich ganz gut geregnet, diese Batterie da noch reinzukriegen und dann hat es wieder funktioniert und dann hatten wir wieder einigermaßen Licht. Wir waren aber uns, aber da das Licht erstaunlich dunkel gewesen ist, also nicht so hell, wie man eigentlich erwarten dürfte, waren wir uns auch nicht sicher, ob diese Batterie so hundertprozentig voll ist. So. Und meine liebe Mitreisende hatte einfach, Taschenlampe habe ich nicht dabei. Ne? So. Dementsprechend waren wir dann darauf angewiesen, quasi unseren Lagerplatz recht früh zu wählen, weil wir in der Dunkelheit auch nicht weiterlaufen konnten, zumal sie, ich sowieso auch nicht gut, aber sie im Dunkeln wirklich so gut wie gar nichts sieht. Die hatte so ein bisschen eine bei Dunkelheit Sehschwäche. So, und jetzt kam dieses neue Zelt zum Einsatz. Und das war halt so neu, dass wir dann im strömenden Regen das Ding erstmal aus der Plastikfolie geholt haben. Dann erstmal rausfinden mussten, Gebrauchsanweisung war zwar dabei, aber die musste man auch erst im Regen quasi einmal kurz drauf gucken, damit ich wenigstens eine grobe Ahnung hatte, was das überhaupt für ein Zelt ist und wie das grob aussehen soll, weil ich kannte es ja auch nicht. Sie hat es sich da gekauft. Und dann mussten wir noch sämtliche Zeltschnüre an den dafür vorgesehenen Abspannpunkten anbringen. Und irgendwann hatten wir es dann schon geschafft, das Zelt aufzubauen und sind dann halt nach und nach rein und haben da jeweils drin rumgerödelt. Und das war dann eigentlich auch eine ganz gute Nacht und es ist nichts weiter passiert. Aber das hätte auch erheblich in die Hose gehen können und erheblich blöder ausgehen können. Und deswegen die zwei Erkenntnisse. Erstens, bloß nicht mit der Taschenlampe geizen. Da auch gerne ein bisschen Ersatzmaterial dabei haben und halt am besten für eine krassere Tour eine Taschenlampe dabei haben, von der man wirklich ganz genau weiß, dass die auch bei miesem Wetter immer schön zuverlässig funktioniert. Wie gesagt, für mich, sie funktioniert noch, aber ich nutze sie nur noch als schöne Wetterlampe und habe immer noch eine Backup-Lampe, bei der ich weiß, die klappt auch, wenn es nicht, wenn es regnet, entsprechend eben noch dabei. Und das mit dem Zelt, das war auch, ja, speziell, ne? Der Schlafsack war auch völlig neu und da wusste sie auch zuerst nicht, was sie damit anfangen soll. Mit dem war sie dann später zufrieden. Ja, Ausrüstung wirklich immer gut testen, bevor man auf Tour geht, wäre auch noch so eine Sache, die ich sehr empfehlen kann. So, und dann hätte ich noch eine Sache zum Besten zu geben. Zwei eigentlich, eine noch ganz kurze. Man kann bei der Wahl seiner Reisepartner nicht vorsichtig genug sein.
das kann massiv in die Hose gehen, wenn man sich da nicht vorher, also als erfahrenerer Wanderer, nicht genau klar macht, ob man denn von der Art und Weise, wie man denn wandert mit seiner Reisepartnerin in diesem Fall, harmonisiert. Ne? Zum Beispiel, ich brauche tatsächlich mittags einen winzig kleinen Imbiss, esse dann abends gerne ein bisschen mehr, esse morgens gerne ein bisschen mehr und über den Tag brauche ich nichts zu essen. Je nachdem, wen man dabei hat, gibt es so Leute, wenn man die nicht alle 2 Stunden mit einem Müsli-Riegel oder ähnlichem versorgt, dann gleiten die ab ins Delirium und sind völlig Banane, sind geistig auch nicht mehr in der Lage, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, werden verwirrt und so weiter und so fort und quengeln die ganze Zeit rum und brechen halber zusammen. Und wenn man ihnen dann nur einen Müsli-Riegel gibt oder ein Gummibärchen, tatsächlich ein Gummibärchen, vielleicht ist es auch einfach nur psychologisch, ich weiß es nicht, dann ist plötzlich wieder alles in Ordnung. Deswegen, das sind so Sachen, die stellt man dann nach ein paar Touren mit Leuten, die man zumindest in Sachen Tour noch nicht so gut kannte oder die sich selbst in Sachen Tour noch nicht so gut kannte, weil es Anfänger sind, fest, dass man nicht unbedingt so wie man es macht, dass das nicht unbedingt die Möglichkeit ist, wie alle anderen es machen. Oder auch so Themen wie Klo, dass es Leute gibt, die ums Verrecken unbedingt eine Toilette brauchen und man teilweise dann in den Kauf nehmen muss, irgendwie die Route abzuändern, damit sie regelmäßigen Abständen an öffentlichen Toiletten vorbeikommen. Und das sind einfach so Sachen, da rechnet man nicht unbedingt mit bei der Wahl seiner Reisepartner. Ja, oder ein Beispiel aus unserer Schottland-Gruppe, die wir da hatten, eben wie oft dann doch der Wille zur Einkehr in einem Pub gegeben war, mit dem ich auch nicht gerechnet hatte, wie oft dieser Wille vorhanden ist. Weil ich hatte mit 2 bis 3 Einkehr über den kompletten Weg gerechnet. Gekommen ist es zu jeder möglichen Einkehr, die es über den gesamten Weg eigentlich gibt. Ja, also das vielleicht nur als generellen Hinweis. Auch, also das, okay, so Sachen wie mit dem Pub, das ist ja eher witzig, ja, das ist ja auch nicht schlimm, nur wirklich nicht. Aber problematisch kann es halt werden, wenn die Leute auch ganz andere, ja, sagen wir mal, Notfallprogramme haben oder sehr schnell sehr apathisch werden, wenn ihnen die Energie zum Weiterwandern ausgeht. Ich bin eigentlich immer gut gelaunt. Ich habe dann zunehmend mehr Schmerzen, aber dann gewöhnt man sich im Laufe der Jahre halt eben entsprechend dran und klar wird man auch immer müder, aber ich weiß von mir, dass ich zur Not wirklich noch stundenlang weiterlatschen kann, wenn es halt unbedingt notwendig ist, weil man halt noch keinen Lagerplatz findet. Die Stimmung ist dann nicht besonders gut, aber ich mache das dann halt. Das macht keinen großen Spaß. Aber ich hatte auch schon Reisegefährtinnen dabei, die dann wirklich, ich gehe jetzt nicht mehr weiter, ich hocke mich jetzt hier hin und hier bleibe ich jetzt sitzen. Was ja völlig bescheuert ist, aber... ja, ne? Und dann geh mal damit um. Komm damit mal klar, lass dir jetzt irgendwas einfallen, wie du dann deine eben traute Gefährtin da dazu bringen kannst, dass sie sich jetzt nochmal ein bisschen in Bewegung setzt. Oder musst du dann den Rucksack halt da lassen bei ihr und dann halt wirklich im Gebüsch rumhopfen und Steilwände hochklettern in der Hoffnung, dass es da oben irgendwo eine Möglichkeit gibt zum Zelten, um sie dann hinterher da irgendwie hochzuzerren. Und ja, zu sowas ist es auch gekommen. Dadurch habe ich einen tollen Insiderplatz übrigens am West Highland Way gefunden, wo man toll zelten kann. Aber das war dann auch für mich einfach wahnsinnig stressig, wo ich aber wirklich aus meiner Sicht nur in eine Stresssituation gekommen bin, wegen eben der Dame, die ich da zusätzlich eben noch dabei hatte. Und für mich selber wäre es sonst überhaupt kein Problem gewesen. Das ist ein bisschen unangenehm und ich wollte auch nicht groß noch weiterlaufen und war auch müde, aber ja, ne? Und da reagieren Menschen unterschiedlich. Bei mir geht dann so das Notfallprogramm an, dann merke ich auch gar nicht mehr, dass mir viel weh tut und dann habe ich auch plötzlich wieder Kraft und dann kann ich schon noch nach einem Lagerplatz suchen, insbesondere wenn mich dann noch so eine Miniaturfurie da eben entsprechend im Rücken keifend sitzen habe, dann geht da wieder viel. Ja, das motiviert so richtig, da kann man dann toll Energiereserven wieder freischalten, aber... kenne deine Mitreisenden. Das ist so die Erkenntnis. Da sollte man schon, also entweder eine so große Gruppe sein, dass einer, der aus der Reihe tanzt, kein größeres Problem darstellt. Oder wenn man wirklich zu zweit unterwegs ist, sollte man das schon vorher Testtouren gemacht haben. Das wäre so meine Erkenntnis. Also wir zwei haben da jetzt keine großen Probleme. Liebst du mich wieder mehr? Ja, dich immer. Oh. So,
Jedenfalls, das wäre auch noch was. So, und dann hätte ich noch eine Sache zu erzählen. Und zwar, da hat sich Folgendes zugetragen. Das Problem war unzureichende Kenntnis der Landessprache. Nämlich bin ich nach Schweden gefahren, nach Jotunheim, ins Heim der Riesen, und hatte meinen Benzinkocher dabei, weil ich dachte, oh ja, hier Hochgebirge und so, krasse Bedingungen, da brauchst du unbedingt einen Benzinkocher, also meinen damaligen Benzinkocher, den habe ich jetzt eigentlich nicht mehr auf dem Einsatz. Der ist auch gut, das ist immer noch, ist auch recht brauchbar, aber habe inzwischen was Besseres. Wie dem auch sei, jedenfalls brauchte ich ja, nachdem ich dann da angekommen war, ich bin geflogen ausnahmsweise mal, das war schon der erste Fehler, wenn man fliegt, ist immer schwierig, nach Oslo, und von Oslo bin ich weiter mit dem Bus, und das hat auch alles funktioniert, und ich war auch noch relativ jung und hatte noch nicht so viel Erfahrung mit Solotouren, ich glaube, das war meine zweite Solotour. Und dann war ich in so einem kleinen Städtchen mitten im norwegischen Nirgendwo und musste noch Benzin besorgen. Hatte ich vorher in Oslo besorgt, da versucht zu besorgen, hat aber nicht geklappt. Und dann dachte ich mir, okay, in diesem kleinen Örtchen, da gibt es ja eine Tankstelle und da finde ich bestimmt irgendwelches Benzin oder sowas. So, bin dann da in den Laden gegangen und dachte mir, ja gut, du kennst dich ja aus, ne? Du hast ja entsprechende Kenntnisse in Skandinavien, warst ja auch schon oft und so weiter und so weiter. Und hatte mir dann eine Flasche erfolgreich, nachdem ich das Regal durchgeguckt hatte mit den verschiedenen möglicherweise brennbaren Substanzen, eine Flasche White Gas gekauft. Oder auf Englisch stand auch noch White Gas drauf. Und irgendwas noch auf Skandinavisch, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls hat sich leider dann herausgestellt, nachdem ich 2 Tage später in der Pampa saß und zum ersten Mal richtig kochen wollte, weil ich davor noch kalte Küche gemacht habe, weil ich noch Proviant von der Anreise übrig hatte, stellte ich dann fest, dass mein White Gas keine Ahnung was ist, aber jedenfalls nichts, was mein Kocher verbrennen kann. Ich tippe darauf, dass es irgendwie Terpentin gewesen sein könnte. Aber bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls saß ich dann da, Gott sei Dank noch nicht allzu weit entfernt vom letzten Ausläufer der Zivilisation, aber wollte kochen und es ging nicht. Also habe ich halt nochmal kalte Küche gemacht. Ich hatte für solche Zwecke noch eine Notration dabei, für den Fall, dass ich mal irgendwann zufällig kalte Küche machen muss, weil aus irgendwelchen Gründen irgendwas mit dem Kocher ist. Das war dann ja der Fall. Und hatte quasi auch ein Frühstück dann nochmal vorgezogen und hatte mir dann irgendwann zum Mittagessen halt nochmal eine warme Mahlzeit gemacht im weiteren Verlauf. Das Ende vom Lied war jedenfalls, dass ich dann für viel Geld die Fähre, die da über den entsprechenden See gefahren ist, nehmen durfte, um wieder zurück zum Parkplatz, dem letzten Punkt, wo man in die Zivilisation kommen kann, weil Jotunheim ist vollkommene Wildnis, da gibt es keine einzige Straße durch, lediglich auf den großen Seen gibt es halt den Fährverkehr. Mit der Fähre durfte ich dann also quasi da wieder in Richtung Busbahnhof, mit dem Bus wieder ins nächste Dorf fahren. Das geht auch 2 Stunden. So lange braucht der Bus, bis er von Wildnis wieder einigermaßen in der Zivilisation ist. Und die Straßen sind auch nicht sonderlich gut, deswegen dauert es so lange. Und da dann wieder in die entsprechende Tankstelle gehen und diesmal so schlau sein und nachfragen, ob sie mir denn sagen könnten, was ich denn für ein Benzin gegebenenfalls in meinen Kocher kippen könnte. Ich war schon kurz davor, mir das Zeug aus der Tanksäule quasi in meine Flasche abzufüllen. Das hätte nämlich auch funktioniert. Da war ich mir auch ziemlich sicher und da bin ich mir auch bis heute sicher, dass das auch gegangen wäre. Und da hat man mich darauf hingewiesen, dass Rasenmäherbenzin, das was die da also als Rasenmäherbenzin verkaufen, davon bin ich ausgegangen, dass das ist, weil es ist ein Mann mit einem Rasenmäher vorne drauf. Und das hieß dann Benzini oder so ähnlich. Und da wurde mir klar, ja klar, alle schönen Dinge fangen mit Ben an, hätte ich gleich mal nehmen sollen. Und habe das dann auch genommen, habe als allererstes draußen meinen Kocher vor der Tankstelle, also in gebührendem Abstand, jetzt nicht direkt neben der Tanksäule, ne? Meinen Kocher aufgebaut, getestet, ob ich ihn zum Laufen bringe, hat funktioniert und dann war ich glücklich und bin beim Liter Benzini, oder wie auch immer man das aussprechen mag, eben entsprechend wieder zurück in den Bus und den ganzen Kram retour und wieder mit der Fähre über den See und war dann wieder am gleichen Zeltplatz, an dem ich abgebrochen hatte, um dann halt eben entsprechend wieder und diesmal richtig zu starten. Der Rest der Tour verlief dann auch reibungslos. Aber diese Aktion mit einem kleinen bisschen schlau machen, wie denn Benzin, wenn es für meinen Kocher taugliches Benzin in der entsprechenden Landessprache heißt, wäre das doch etwas einfacher gewesen. Beziehungsweise, so wie ich es jetzt habe, mit einem nahezu wirklich jede brennbare Substanz verbrennenden Kocher, das macht das Leben auch erheblich leichter. Aber der, den ich damals hatte, der hat schon wirklich Benzin gebraucht. Oder Diesel. Aber mehr ging da nicht rein. So,
das war's. Mehr fällt mir nicht ein. Ich glaube, mehr größere Patzer, die berichtenswert wären, sind mir nicht passiert. Lebensgefährlich war eigentlich die Sache mit dem Gletscher, aber da war ich wirklich noch jung. Potenziell lebensgefährlich hätte sein können die Sache mit dem durchgeweichten Schlafsack und dem zusammengebrochenen Tarp. Da war ich aber auch noch jung und da hätte man sich eigentlich auch besser um uns kümmern sollen. Was für ein Gruppenleiter sieht denn, dass das Tarp schon am Abend scheiße aufgespannt ist, weiß, dass dann eine Schlechtwetterfront auf uns zukommt und sagt dann nichts. Also rückwirkend bin ich mit denen echt unzufrieden. Andererseits hat es mich so ein bisschen motiviert, das selber mal irgendwann besser machen zu wollen und perfekt ist sicherlich noch nicht, aber so schlimm wie die bin ich jedenfalls nicht, wenn ich mal irgendwelche Leute dabei habe. Gut, ja, aber das so eben entsprechend meine Erfahrung. Evelyn hat eben in einer kleinen Akkuwechselpause darauf hingewiesen, ich habe noch nie Fehler gemacht. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sie eine Frau ist. Und Frauen dazu neigen, grundsätzlich vernünftiger in solchen Situationen vorzugehen und ja, oder auch gar nicht erst, ich behalte mal meine Meinung für mich. Wünsche euch einen schönen Abend, kriege bestimmt gleich Ärger und macht's gut und bis zum nächsten Mal.